Wir kennen Schwarzdach schon seit Ewigkeiten. Er kommt in den Geschichten vor, die uns unsere Großmütter erzählt haben und deren Großmütter. Könnt ihr uns eine Geschichte erzählen? Er war schon immer da. Er war schon immer böse. Er diente schon immer dem Sphärenschänder. Er kämpfte gegen die Trolle. Er kämpfte gegen Graulheim. Schwarzdach ist böse. Wir müssen ihn aufhalten. Ihr werdet uns also helfen, den schwarzen Drachen zu besiegen? Schau dich böse an. Wir tun das, was König sagt. Der König, Rafim und wir werden den schwarzen Drachen besiegen. So es der König will, und ich garantiere, das will er, werdet ihr uns dabei helfen. Wir tun das, was König sagt. Nicht das, was Blutlose sagt. Was auch immer. Stellt euch schon mal darauf ein. Sie nicken. Wir reden, wenn der König wieder auf den Beinen ist. Das wohl. Dann kommen wohl drei, vier andere Treuzacker vorbei, die dann ein großes Metfass an euren Tisch buxieren und dann mit teilweise zerbrochenen Tonbechern oder so noch eine Pfütze dann auffangen und euch dann die Tonkrüge ja in verschiedenen Zuständen dann reichen, damit ihr dann trinken könnt. Nach ungefähr einer Stunde könnt ihr erkennen, wie wohl Rafim kaltgefroren, mit zitternden Gliedern und schwach weiß in die Taverne starkst. Ja, ich springe sofort auf und König! helfe ihm herüber. Auf ihm reißt mal so halb seinen Arm nach oben. So, hierhin sitzen, Ehrenplatz für den König. Wunderbar. König! Ja, danke. Der Schamane schiebt dir den Dolch zu. König. Oh. Darf ich den behalten? Ja, haben Sie uns erklärt. Das ist ein Cebukra. Ich hoffe, ich habe Cebukra. das richtig ausgesprochen. Ja, genau, so einer ist er. Und weil du jetzt König bist, ist es deiner. Ich möchte mal versuchen, den in den Tisch zu rammen. Ist der scharf? Der ist brutal scharf. Ah, gutes Geschenk. Danke. König Auf von ihm steckt die. Kroga. Ja, auf ihm steckt die sich an die Gürtel. Ich gebe zu. Der Mann ist besser, als ich gedacht habe. Vermutlich sogar besser als ich. Nun, Kor hat offensichtlich anders entschieden. Ja, richtig. Und was habt ihr so gemacht? Nun, wir haben herausgefunden, dass diese Männer und Frauen hier auch schon vor Generationen gegen den schwarzen Drachen gekämpft haben. Und wenn du es ihnen befiehlst, werden sie das weiter tun. Das ist gut. Was machen wir jetzt? Nun, du bleibst erst einmal hier und erholst dich. Habe befürchtet, dass ihr sowas sagen würdet. Es ist das Logischste. Ich werde noch einen Tee machen. Ja, danke. Hat irgendjemand einen anderen Vorschlag, der ein bisschen interessanter ist? Warum seid ihr denn hierher gekommen? Um König zu werden? Wir suchen den Albonaten. Rechte Mann. Ja, nennen wir ihn Breuerichtmann. Leuchtemann. Leuchtemann ist im Süden von hier. Wie weit im Süden? 2 Tage. Laufen oder Pferd? Pferd essen. Lauf, gut. Was ist mit den Untoten im Norden? Biene. Ja, müssen wir uns drum kümmern. Gibt es hier noch etwas? Also, Noch irgendeine was? weitere Bedrohung, gefährliche Sachen? Teilwald alles tot. Mordbrenner und ihr alten Gardisten tot. Schönwald untot. Norden von hier, feige Kinder. Eigene Kinder? Er deutet mit seiner Hand so eine Größe an und ja, ungefähr kleiner als du. Also dir gehen sie vielleicht bis zur Nasenspitze. Kinder. Was für Kinder? Menschenkinder? Tiefgeboren. Ei. Ah. Wollt ihr damit Zwerge? Nein, Zwerge sind nicht feige.
Ja, ich glaube, das hat einfach nur damit zu tun, dass sie aus den Bergen kommen und alle anderen dementsprechend aus dem Flachland. Er klopft sich auf die Brust, hochgeboren, und dann deutet er auf dich, Iserun, tiefgeboren. Wenn er nochmal hochgeboren sagt, Donnerchen. Was sagt euch der Mann? Nichts. Nichts euch Relevantes. Lass mal den Leuchtemann in Ruhe. Willst du jetzt eigentlich deinen, wie er sagt, Leuchtemann besuchen gehen? Selbstverständlich, deswegen sind wir hier. Und was ist im Westen von hier? Wir haben jetzt vom Norden und vom Süden gehört und aus dem Osten kommen wir ja, aber... Hexe. Weidmann Hus Hexe. Ist die gefährlich? Mondmacht groß. Schwache Krieger. Aber Krieger nicht Problem. Problem Mondmacht von Hexe. Naja. Martin. Also... Ursprünge. Beschützt sie ihr Dorf? Der Schamane, der Shochsuli nickt. Sie hat Balachat und Mudramur und Karanur. Böse Geister. Ach, Geister. Boldirks, willst du dir die Hexe angucken? Naja, eigentlich schon. Das klingt ganz interessant. Wir waren schon einmal da und konnten nichts feststellen. Aber wenn ihr diese angeblichen Hexe endlich das Handwerk legen könnt, wäre viel gewonnen. Naja, vielleicht ist sie ja ganz nett. Aber von was für Geistern redet er? Meint er Ifritim oder meint er Dini? Ich glaube, er meint böse Geister. Mudranur und Karanur. Ich denke, das sollten wir uns auf jeden Fall ansehen. Ach, ich will nicht schon wieder zu dieser Hexe oder angeblichen Hexe hin. Das war ein furchtbares Kaff. Dann geht doch mit Yalan seinen Leuchtemann besuchen. Das erscheint mir deutlich lohnender, gerade da wir ja noch wegen der Mauer reden müssen. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr aufhören würdet, ihn Leuchtemann zu nennen. Leuchtet er denn nicht? Nicht doch, immer. Nicht die ganze Zeit. Also leuchtet, das ist wirklich ja, ein bisschen unwürdig. Er ist ein Erleuchteter. Es geht darum, dass ihr nicht irgendein Trollzackerwort verwendet. Aber Moment. Ja gut. Korga, nicht Trollzacken. Yalan. Tiefgeboren. Yalan. Eine Frage. Er war doch Illuminat, oder? War er, ja. Was bedeutet Illuminat denn übersetzt? Erleuchteter, nicht beleuchteter. Ja, leuchten ist aber im Wortstamm mit enthalten. Ich denke, das kann man so sagen. Jetzt, nur weil aber sie etwas schwerfällig sind mit den Worten, wir wissen doch alle, was sie ausdrücken wollen. Das ist jetzt kein Grund, deswegen niederzumachen. Ich werde nicht mit einem zauberkräftigen Zwerg über die Semantik meiner Religion diskutieren. Wir reichen heute noch ab. Die Luft ist von Atem der Götter erfüllt. Das ist gut. Oder schlecht? Schlecht. Ah, schlecht. Also wenn es Angroschs Atem wäre, das wäre gut. Aber mir muss ich jetzt eigentlich irgendwas sagen, wenn die wegreiten wie... Eure Heiligkeit, Rafim, erlaubt es euch oder kann ich mir das sparen? Nun, ich denke, sie können frei reiten, so wie sie wollen. Sie sind eure Untertanen. Naja, du bist König, du könntest die Alan festsetzen, wenn du willst. Er ist der König der Trollzacker, nicht von uns. Ja. Rafim. Ich wollte ja nur mal fragen, diese Trollzacker im Rahmen zu halten. König von Talf. Wenn du wirklich meinst, du könntest dich zu irgendeiner Art von König aufschwingen, kriegen wir Probleme. König von Talf. Und nicht nur wir, dann kriegst du auch Probleme mit Rohaya. Leuchtemann, König von Talf. Ich denke nicht, dass es in Rafims Sinne ist, dass er sich wirklich zum König aufschwimmt. Es ist einfach, sehen wir es doch so als eine Art Söldnertruppe. Und Rafim ist ihr Anführer. Fertig, aus. Die Kommunikation ist direkt. Sie bekommen ihre Befehle und führen sie aus. Fertig. Ihr macht das alles viel komplizierter, als das ist. Leuchtemann ist aber kein schlechter Mann. Seht ihr? Warte, was? Leuchtemann tötet Ifrinur und Mudranur und Ibafritim und Michafritim. Er sie tötet. Aber er tötet auch Shochsuli. Ifritim war Dämon, nicht wahr, zu deinem? Ifritim sind ja exakt. Und bei der Hexe hat er vorher das Wort nicht verwendet. Das heißt, sie muss irgendwelche anderen Geister haben. Aber ja, die Ifritim sind die Dämonen. Mudranur und Karanur. Wisst ihr, die Alachami ist auf einem Hügel erbaut, den man den Yol Ifritim nennt. Den Hügel der Dämonen. Wundert mich jetzt nicht.
Müssen wir mal besuchen. Oh ja. Ich würde davon abraten. Da gibt es wunderbare... Oh, ihr solltet unbedingt einmal nach Fassar kommen. Dort sitzt der Richter der neuen Streiche. Ich bin sicher, das wäre für euch ein besonderes Erlebnis. Wenn er ein ähnlich angenehmer Mann ist wie der Hüter des Kodex, kann ich darauf verzichten. Oh, da gibt es Stollen. Richtig schöne Stollen, habe ich gehört. Eine Stadt unter der Stadt. Vielleicht sollten wir uns die nähere Zukunft beleuchten, anstatt uns um die ferne Zukunft zu kümmern. Aber mir, ich plane meine Urlaube gerne im Voraus. Also, ich würde vorschlagen, erst einmal nach Xorlosh und dann von Xorlosh ein Abstecher zurück über Fassar. Wen willst du abstechen? Niemanden. Konzentrieren wir uns auf das Thema, ja? Aber mir, du hast die Wahl. Entweder kommst du mit uns mit oder du bleibst hier mit den Wilden sitzen. Ich werde nicht zu Albuin gehen. Dachte ich mir. Eine gute Wahl. Das ist im Sinne der Konfliktvermeidung besser. Wolltagst du vermutlich auch. Ja. Ich glaube, er mag meine Ansichten jetzt vielleicht nicht unbedingt teilen. Und wenn du dich schon nicht auf eine Diskussion einlassen willst, ja, bestimmt nicht. Gut, dann... König, wir können von hier aus nicht nach Westen, nicht ohne Schach Suli. Mächtige Schach Suli. Wir können nicht von hier aus nur nach Norden oder nach Süden, Schach Sul. Na, können wir uns darum gleich Sorgen machen? Wie du willst, wir können auch trinken. Gute Idee, mach erstmal das. Das machst du bestimmt gut. Also Jalan und Isarun besuchen. Ihre Heiligkeit. Prios, irgendwas? Boltax, willst du jetzt die Hexe besuchen? Ja, ich guck mir die Hexe mal an. Ich meine, ich habe hier eine gewisse Verantwortung als Geode. Immerhin haben wir hier ursprünglich den Hexen und den Druiden das Zauber näher gebracht. Also, wenn die irgendwas... Versteh das jetzt nicht falsch, aber... Es würde mir gut gefallen, wenn du wenigstens Sulamin mitnimmst, damit du jemanden hast, der dich verteidigen kann. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich hatte ja eigentlich vor, Isarun und Jalan zu Albuin zu begleiten. Aber ich denke, Boltax sollte nicht allein zu dieser Hexe gehen. Nur für den Fall, dass es sich doch um eine böse Hexe handelt. Was soll schon passieren? Soll sie ihn einlullen? Das ist Boltax. Danke. Ja, die Straßen hier sind nicht eben sicher, wie wir festgestellt haben. Das ist ein Argument. Außerdem ist Sulamins Schwert ja durchaus kräftig. Mit ein, zwei Erhalten wird sie schon fertig werden. Das ist gut. Hoffen wir erstmal. Also, gut. Wir gucken uns die Hexe an. Jalan geht nach Süden zu Albuin. Und hier nach Norden. Ja, vermutlich kümmern wir uns um ein paar Untote. Mal gucken, was die Männer und Frauen so können. Nun, Isarun und ich werden dann im Bälde schon abreiten. Versucht keine allzu großen Ketzereien zu begehen, während ich nicht da bin, um auf euch aufzupassen. Und Rafim. Ja. Und Albuin davon überzeugt sein, zur Mauer zu ziehen, wäre es besser, wenn die Trollsache nicht mehr hier sind, wenn er durchkommt. Leuchtemann! Du verstehst? Vollkommene Begeisterung, ja, ich verstehe euch. Gut. Eine Frage bliebe noch. Wo treffen wir uns wieder? Und wann? Sagen wir in 4 Tagen hier. Also wenn ich die ganzen Untoten aus den Wäldern vertreiben will, können wir 5 sagen? Dann sagen wir eine Woche und warten notfalls auf euch. Machen wir so. Ich finde das auch gut. Hier gibt es Alkohol. Das ist ein guter Platz, um sich wieder zu treffen. Außerdem ist hier der Troll. Ja. Das ist ein guter Punkt, um sich wieder zu treffen. Stimmt, Kohlheim übersieht man schlecht. Wenn er vorhat zu bleiben? Trolle sind in der Regel recht gemütlich. Ich denke auch, die 2 Wochen oder eine Woche zu warten, das wird ihm gar nicht auffallen. Während Jalan und Isarun sich darauf vorbereiten, weiterzureisen, wird den anderen angeboten, dass sie nicht nur Tätowierungen bekommen, sondern auch Hautzeichen, dass ihnen mit kleinen, scharfen Klingen Sand unter die Haut getrieben wird, die dann dort verwachsen, verwuchern und dann ein eigenes Hautbild erzeugen, was tatsächlich dann eben auch sich abzeichnet. Könnte die jeder bekommen. Oh ja. Erz unter die Haut, bin ich mit dabei. Dann bekommst du das Stammeszeichen der Koga eingetrieben. Du bist jetzt Mitglied der Treuzacker. Ich
verzichte angesichts ihrer Bestecke, ihrer Operationswerkzeuge auf diese Operation. Ja, also definitiv haben sich vorher schon in der Taverne drei andere Leute unter die Haut getrieben und mit der blutigen Nadel wird dann einfach weiterer Sand aufgeladen und dann wird die blutige Nadel durch Boltags Haut gefuhrwerkt. Boltags, du bekommst 1W6 Schadenspunkte. Ja, na, alles klar. Bist jetzt aber Treuzacker. Beziehungsweise Kurga, wie sie sich selbst nennen. Und Rafim ist dein König. Das sind ja nur gute Nachrichten. Sobald der komische Trunk von Isarun geholfen hat, würde ich nochmal draußen zum Ronra-Tempel gehen und schauen, ob ich noch irgendwelche Überreste zusammenpuzzeln kann. Also finde ich noch irgendwie Schwerter von Ronra-Geweihten, Leichen von Ronra-Geweihten oder ähnliches. Leichen findest du nicht, Schwerter aber denkst sehr wohl. Und würfel mal auf Götter und Kulte. Chor-Spezialisierung zählt. Hab ich leider nicht, wäre aber gut zu haben. Wäre gut zu haben. Also Kriegsgötter, ja genau, generell Kriegsgötter. Kommt auf die Liste. Dir fällt auf, dass das nicht Treuzacker waren, die diesen Rondra-Tempel vernichtet haben. Das war sicherlich schwarze Magie vor über einem halben Jahr. Würde ich als König ja Treuzacker auch behaupten. Ich würde mal jetzt die Schwerter einsammeln, versuchen, ob ich irgendwelche Schreinüberreste oder ähnliches finden kann. Und die vor dem Tempel einen kleinen neuen Schrein aufbauen. Schwerter in die Erde stecken, zusammenbinden mit Draht. Genau, sowas. Und dann auch der Mutter Ronra danken. Denn auch sie hat Chor geschaffen. Gut, kannst du tun. Zulamin versucht dabei, Isarun nochmal kurz unter vier Augen zu erwischen. Ja, das sollte problemlos gelingen. Gut, dann erwische ich dich vielleicht draußen bei den Pferden oder so, also wenn du gerade beim Zusammenpacken bist. Mhm. Und Zulamin legt dir dann die Hände an beide Schultern und sagt, passt auf euch auf, Isarun. Wir wissen nicht, woran wir mit diesem Albuin sind. Und ich weiß nicht, mir erscheint er im günstigsten Fall ein wenig unberechenbar. Danke, ja, ich werde mich bemühen, aufzupassen. Um ehrlich zu sein, ganz wohl ist mir dabei nicht, aber es ist trotzdem der richtige Weg. Mein Gefühl, mein Vertrauen in die Götter sagt mir, dass ich diesen Weg gehen muss. Ja, ich denke, es ist wichtig. Aber ich hoffe sehr, euch unversehrt wiederzusehen. Danke, das bedeutet mir viel. Ich hoffe es natürlich auch. Ich gehe davon aus. Immerhin, ich gehe mit Yalan dorthin. Wir gehen mit Bryos dorthin. Ich bin sicher, er wird seine schützende Hand über uns halten, sodass wir uns bald wiedersehen. Gut, dann Bryos mit euch. Und ich bin sicher, wir sehen uns in einer Woche wieder hier. Die Sünde mit euch. Möget ihr vieles erfahren über diese Hexe oder angebliche Hexe, was auch immer sie sein mag. Ja, ich bemühe mich, ein Auge auf Boltax zu haben. Sehr gut. Der Kleine ist einem dann doch ans Herz gewachsen. Das passiert, wenn man mit so unterschiedlichen Gestalten umherzieht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, aber es entwickelt eine ganz, ganz eigene Dynamik. Das ist interessant. Ich mag seine ruhige Art. Er ist ein sehr angenehmer Weggefährte. Nun, der Herr Arvis wird sich schon etwas dabei gedacht haben, uns zusammenzuführen. Davon bin ich überzeugt. Gute Reise und gutes Gelingen. Danke, euch auch. Ja, und dann geht Zulamin wieder. Während Yalan und Isarun auf die Pferde gestiegen sind und dann aus Talf rausreiten, könnt ihr noch sehen, wie Rafim dort kniet, mit den Schwertern in den Boden gesteckt. Und könnt dann wohl auch erkennen, wie der ehemalige König Trak von Kekrach auf ihn zukommt und ihm dann seine Barbaren-Streitaxt reicht. Eine von den beiden, damit sie eingearbeitet werden kann in den großen neuen Schrein. Rafim, König Rafim. Du bist ein starker Rochchassi. Ihr seid, glaube ich, einer der größten Krieger, die ich je getroffen habe. Dennoch bist du größer. Aber ihr seid kräftiger. Ah. Wir werden
schon bald wieder die Klingen mit unseren Freunden kreuzen können. Aber heute Nacht müssen wir ruhen. Wann immer du willst, Bruder. Hat er eigentlich noch seinen Arm oder ist er ab? Er hat seinen Arm noch. Ist gebrochen, okay. Wohl wieder zugewachsen, zugeheilt. Also auch ein Blutritual des Schamanen, was den Balsam sehr ähnlich kommt. Abel, mir könnte da vielleicht mit den Torwaller-Ritualen ein bisschen was zu sagen. Aber ja, Blutritual und der Arm ist wieder heil. Also hat mittlerweile auch ein bisschen mehr Farbe im Gesicht als du. Also hat tatsächlich viel geholfen. Aber er ist immer noch kaputt. Ich würde mal einen meiner alten Schlagringe rausholen, den von Boron, ihm in die Hand drücken. Hier. Ihr kämpft zwar mit Äxten, aber glaubt mir, das wird euch gefallen. Eisenfaust. Ja. Nicht gegen Dämonen und ähnliches, aber gegen so manchen Gegner macht es das doch interessanter. Ich konnte nichts gegen dich tun. Die Art zu kämpfen ist neu. Wir kämpfen aber anders. Aber ihr habt gelernt, richtig? Während des Kampfes. Mich eingestellt. Beim nächsten Mal wisst ihr, wie ihr kämpfen müsst. Muss noch an mir arbeiten. Aber ja. Ich freue mich schon auf unsere Zusammenarbeit. Ohne meinen Schachsul wäre ich jetzt Eierstuhler. Und ich ohne den meinen bei Chor natürlich. Ah. Die sind nützlich. Du kennst Graulheim? Na, kennen ist fast zu viel. Ich hab ihn schon mal gesehen. Kennt ihr ihn gut? Er ist alt. Er ist wohl irgendein Minister, aber das weiß ich nicht so genau. Müsstet ihr ihn selber fragen. Er zuckt mit den Schultern. Er kann gut mit Kurga. Andere Trolle nicht so. Oh. Er kann auch gut mit Tieflingen. Tiefgeborene. Vielleicht der besondere Troll. Bist du auch ein Kurga? Gibt es mehr, wo du herkommst? Zu welchem Stamm gehörst du? Ja. Und Rafim würde einmal sein Kettenhemd ausziehen und dann. Ihr seht hier auf der Brust. Wir sind Basaltfäuste. Stamm der Basaltfaust. Ja. Ich bin jetzt Eisenfaust. Hält er seinen Schlagring in die Luft. Auf dass wir bald in den Krieg ziehen. Was du sagst, König. Mein Schochsul sagt. Dein Schochsul sagt, du willst jetzt gegen den Schwarzdach ziehen. Vielleicht später. Ich würde erstmal die Männer und Frauen. Wie würdet ihr das nennen? Einen kleinen Ausflug. Die Untoten verpesten die Wälder. Das werden wir beenden. Ja. Und so könnt ihr Seite an Seite wieder zurück in die Taverne marschieren. Und euch ausruhen. Iserin und Jalan derweil ziehen in Richtung Süden von hier aus. Verlassen die Reichsstraße. In die tiefen, finsteren Wälder, in die hohen Hügel, irgendwo nach Süden. Irgendwo dort muss Sonnenland liegen. Sagt einmal Jalan, was ist denn nun die Anrede für den Albuin? Eure Heiligkeit, versteht sich. Wirklich, ist das nicht ein wenig anmaßend? Nun, er ist Pryos lebender Heiliger. Was erwartet ihr denn? Nun, ich weiß nicht. Ich dachte eher etwas, das seinem weltlichen, geistlichen Rang entspräche. Nun, er hat sich in der Vergangenheit gegenüber Fremden mit Illuminatus zufrieden gegeben. Illuminatus? Dies war schließlich sein Stand innerhalb der Kirche, bevor er in den Rang eines Heiligen gehoben wurde. Von Pryos selbst. Nun, wollt ihr euch schon darauf, endlich das Licht sehen zu können? Nicht sehen zu können, dass ich recht habe und eure Zweifel unbegründet waren. Nun, ich freue mich darauf, die Wahrheit zu sehen. Nun, dies werdet ihr wohl. Was denkt ihr? Hat er eher noch seine Anhängerschaft vergrößert oder hat der Krieg ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht? Was erwartet er? Oder was erwartet ihr, wie er nun seinen, ich weiß nicht, Ruf
seinen Orden aufgebaut hat. Was ist sein Ziel? Ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Wir hatten uns gesammelt, die meisten von uns waren Strahler, einige neu aufgenommene, nachdem er den Schädel des Gilborn aus Aurelid befreit hatte. Das letzte Mal, als ich bei ihm war, waren ein paar, weiß nicht, Halunken, Gauner, Hexer vermutlich, in den Kerzenzieherhof eingebrochen und hat ihn in Brand gesteckt. Und daraufhin hat er sich doch verzeiht. hat er sich bereit gemacht, fortzuziehen. Weiter in die Wildermark hinein, um dort mehr Ordnung zu schaffen. Dies war der Plan. Was er da unten im Süden nun tut, ich... sicher. Vielleicht will er von dort aus die Umgebung befrieden. Vielleicht hat er sich den finstersten aller Nekromanten gesucht und ihn erst einmal an den Strick gebracht. Nun, das wäre doch sehr löblich. Denkt ihr, dass er den Titel des Boten des Lichts anstreben wird? Ich denke nicht. Der Bote des Lichts ist schließlich der, der zwischen Praios und der Kirche steht. Aber Albuin ist Praios Sohn. Als Halbgöttlicher muss er deswegen keinen solch weltlichen Titel tragen. Natürlich wird es eine Notwendigkeit sein, dem Boten des Lichts entweder zur Einversicht zu helfen oder ihn zu ersetzen, wenn die Zeit gekommen ist. Wenn die Zeit gekommen ist. Nun, irgendwann wird es ihn wahrscheinlich auch nach Gareth ziehen, in die Stadt des Lichts. Ja, aber Helberian Priorgriff ist mit dem Alter ein weiser Mann geworden. Ich bin mir sicher, mit der Zeit wird auch er einsehen. Ich mache mir eher Sorgen um meine verbleibenden Brüder des gespaltenen Bandstrahls. Sehr viele sind nicht mehr übrig geblieben. Was habt ihr für einen Eindruck? Nun, ihr habt ja den Bregelsaum gesehen. Ja, durchaus. Wobei ich das Gefühl hatte, dass das doch eher eine persönliche Angelegenheit war. Weiß es nicht. Aber sie könnten die sein, die noch am meisten Widerstand leisten. Die auch gewaltsamen Widerstand leisten. Und wenn wir uns auf einen kleinen Krieg innerhalb des Bahnstrahls selbst einlassen, könnte der sich auf die ganze Kirche ausweiten. Und das braucht keiner. Da stimme ich natürlich mit euch überein. Aber es liegt natürlich auch in der Natur des Bahnstrahls. Natur ist vielleicht zu viel gesagt, aber in der Tradition, die in den vergangenen Jahrzehnten geherrscht hatte. Nicht nur Jahrzehnten, schon eigentlich seit Gründung des Ordens. Dass man, nun ja, sehr direkt ist und auch sehr schnell bereit ist, zu den Waffen zu greifen. Und seht euch um, ihr seht doch, wie es ist. Irgendjemand muss durchgreifen. Das stimmt wohl. Ich sage nur, das ist zu erwarten, gerade bei diesem Orden. Hm. Nun, auf die eine oder andere Weise werden wir Fakten schaffen müssen, bevor wir Anerkennung innerhalb der Kirche finden werden. Wenn Albuin seine göttliche Macht demonstrieren kann und die Wildermark befriedet, dann werden wir gute Chancen haben. Und dann können sie seine Macht nicht mehr verneinen. Aber ihr werdet ihn selbst sehen. Und wenn ihr seinen Worten erst einmal zugehört habt, werdet ihr verstehen, was ich meine. Ich bin gespannt, ja. Und was sagtet ihr, durch wen wurde dieser Kerzenzieherhof angegriffen?